Wir sind hier im Bero Center bei den Oberhausener Sicherheitstagen und Sie können sich hier noch schön beraten. Bis morgen 18 Uhr sind Sie hier noch bereit. Ich düse da mal weg. Die Sicherheitstage bieten wirklich eine perfekte Informationsquelle zu allem rund um die Sicherheit des Hauses. Schauen Sie doch gerne vorbei. Hauptsächlich beraten wir über Sicherheitsfenster. Wir haben hier die Pilzkopfverriegelungen, die greifen in die Halterung ein und greifen unten drunter, sodass das Fenster nicht so leicht aufzuhebeln ist. Die Resonanz ist eigentlich sehr gut. Die Bürger sind hier sehr interessiert in Oberhausen und ich nehme das eigentlich auch für mich als Aufgabe, den Kunden erstmal darauf zu sensibilisieren, wie er seine Werte sichern kann. Das ist so eine Sicherheitsfolie, die nennt sich durchwurfhemmende Schutzfolie. Jetzt eigentlich hier, weil ich das meiner Mutter gerade gezeigt habe mit der Folie, weil wenn wir das erzählen, die Leute sich das nicht vorstellen können, dass der Schutz wirklich gegeben ist. Und jetzt habe ich das gerade gesehen und wir haben das also auch. Was nutzt mir das, wenn man Fenster nicht mehr aushebeln kann, dass man sich da absichert und die kommen mir mit dem Glasschneider? Sie sind ja gerade beraten worden. Wollen Sie uns nicht mal erzählen, worüber Sie sich haben beraten lassen? Über eine Sicherheitsmaßnahme an meiner Haustüranlage im Haus, weil ich nach einem letzten Einbruch dieses jetzt verändern will. Ja, ich berate mich über eine neue Hauseingangstüre, Nummer 1, und auch Sicherheitstechnik im Bereich Türen, Fenster und Rouladen. Wie ist die Resonanz hier bei dem Beratungsgespräch? Sehr gut. Das ist eine sehr gute Resonanz. Also die Oberhausener sind sehr offen dafür. Vor allen Dingen merkt man auch, die Leute kommen mit viel Fragen. Das ist uns eigentlich immer ganz lieb. Mit der Resonanz der Ausstellung sind wir sehr zufrieden. Also gestern nach der feierlichen Eröffnung durch die Polizeipräsidentin war wirklich direkt ein Ansturm auf alle Stände und gehen davon aus, dass das Messe bis einschließlich Samstag 16 Uhr sehr, sehr gut besucht wird.